Hallo allerseits. Wir haben uns entschlossen, euch das wunderbare Buch des Schweizer Naturheilpraktikers Christopher Vasey in einzelnen Kapiteln vorzulesen. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die so wertvollen Informationen zum Thema körperliche und geistige Gesundheit so viele Menschen wie möglich erreichen. Gerade in jetziger Zeit, wo die Seele ein bisschen unter Druck gerät, wo auch körperliche Betätigung nicht mehr an erster Stelle für viele stehen kann, weil es auch Ausgangssperren gibt und andere Maßnahmen, die einem auch die Lust daran ein bisschen nehmen. Ja, und letztendlich birgt dieses Buch, wie auch das jüngst veröffentlichte von Christopher Vasey, das heißt Gesund durchs Chaos, viele Hinweise darauf, was wir mit nur wenig Änderungen in unserem Leben zum Besseren bestellen können, was unsere Verfassung insgesamt angeht, körperlich wie geistig, und vor allem unser Immunsystem aufbaut. Ein herzhaftes Lachen, viel Humor, die Dinge nicht so schwer nehmen, raus in die Natur. All diese Dinge hört man ja von Politikern so gut wie niemals. Aber sie sind existenziell wichtig. Und Christopher Vasey hat in dem Buch Das Blutgeheimnis, Untertitel Entschlüsselung des Lebens, den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen für all diejenigen, die vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun haben, die aber gerne zwischendurch mal sich eine Sprachnachricht anhören und auch nicht dümmer werden wollen, sondern das Gegenteil, für all die, aber auch die vielen anderen sehr Interessierten, kommt jetzt das erste Kapitel und dem zuvor die Einleitung von Christopher Vasey. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Nicht erst seit Goethes Mephisto in der Fausttragödie diesen Satz prägte, weiß man im Volksmund um die überragende Bedeutung des Blutes. Seit jeher verbindet man es mit dem Leben selbst. Denn ohne Blut wäre das menschliche Leben auf der Erde nicht vorstellbar. Sogar in der heutigen Zeit, in der die Wissenschaft den besonderen Saft weitgehend entzaubert hat, in der Blutanalysen, Konserven und Transfusionen zum medizinischen Alltag gehören, hat sich das Blut sein Geheimnis bewahrt. Immer noch umgibt es die Aura des Besonderen. Manche Menschen sehen im Blut sogar etwas Unantastbares. Weshalb ist das so? Die folgenden Kapitel dieses Buches beantworten diese spannende Frage. Sie zeigen, dass das menschliche Blut nicht nur für den physischen Körper, sondern über die Blutausstrahlung auch für den seelisch-geistigen Bereich eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem wird die große Bedeutung unserer Ernährung für die innere Entwicklung deutlich. Denn aus dem, was wir essen, bildet sich das Blut. Kapitel 1. Weshalb isst man? Diese Frage erscheint einfach. Und niemand wird mit der Antwort zögern, dass wir uns ernähren, weil unser Körper Nahrung benötigt, um zu funktionieren. Genauer gesagt, er braucht energetischen Kraftstoff, Kohlenhydrate, Fett, um die Bewegung des Körpers, die physische Aktivität zu ermöglichen, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und um die Stoffe für Aufbau und Erhaltung, also Proteine und Mineralien, bereitzustellen, die dem Wachstum und dem Gebrauch der Organe dienen. Die Antwort scheint umso einleuchtender, als wir uns alle bewusst sind, dass es uns auf Dauer nicht möglich ist, nichts zu essen, da unser Körper nicht selbst die Gesamtheit der Kraftstoffe enthält, die er im Laufe des Lebens brauchen wird. Unterstützung von außen ist also unerlässlich. Nach Meinung vieler Menschen führt ein Verzicht der Nahrungsaufnahme, also Hungern, in wenigen Tagen zum Tode.
Obgleich das falsch ist und es mehrere Wochen oder Monate dauert, bis der Hungertod eintritt, bleibt es doch nicht weniger wahr, dass die Ernährung unseres Organismus eine lebensnotwendige Aufgabe ist. Wir essen, um unseren Körper zu ermöglichen, dass er funktionieren kann und auf Lebenszeit erhalten bleibt. Aber ist das der einzige Grund? Wenn man die verschiedenen Ernährungsweisen untersucht, all die verschiedenen Diäten, die sich von der traditionellen Ernährungsweise unterscheiden, kann man leicht feststellen, dass wir auch aus zahlreichen anderen Gründen essen, dass die Nahrungsaufnahme auch eingesetzt werden kann, um ganz andere Ziele als nur die Ernährung zu erreichen. So kann zum Beispiel die Ernährung auch ein therapeutisches Ziel haben. Die Nahrungsmittel sollten deine Medikamente sein, empfiehlt Hippokrates, ein Urahn der Medizin. Tatsächlich werden zahlreiche Nahrungsmittel laufend wegen ihrer heilenden Wirkungen genutzt. Reis bei hohem Blutdruck und Nierenbeschwerden, Backpflaumen bei Verstopfung, Spinat und Eier gegen Anämie, Milchprodukte gegen Entkalkung, Kartoffelsaft gegen Gastritis und Magengeschwüre und so weiter. Die Diäten nehmen also einen wichtigen Platz in der Therapeutik ein. Eine ballaststoffreiche Diät gegen Verstopfung, eine fettarme Diät bei Herz-Kranz-Gefäßleiden, kalziumreiche Kost bei Wachstumsstörungen. Die Lebensmittel, die für die einzelnen Diäten ausgewählt werden, ernähren den Körper, aber auch gleichzeitig haben sie eine therapeutische Wirkung. Sie erhalten, unterstützen oder verstärken die Arbeit der verschiedenen Organe. Die Vorbeugung ist ein anderes Feld, auf dem die Lebensmittel eingesetzt werden können, parallel zu ihrer Aufgabe der Ernährung. Zahlreiche Krankheiten werden durch unangepasste Ernährung verschlimmert, wie zum Beispiel die Zuckerkrankheit durch übermäßigen Zuckerkonsum, Leberprobleme durch übertriebenen Fettverzehr. Andere Krankheiten werden direkt durch Fehlernährung verursacht, wie die Arteriosklerose durch erhöhten Verzehr cholesterin- und fetthaltiger Speisen, bestimmte Arten von Rheumatismus durch einen Säureüberschuss, Immunschwächen durch Vitaminmangel. Wählt man die Lebensmittel überlegt aus, das heißt, indem man spezielle Nahrungsmittelarten, die Beschwerden verursachen, vermindert oder ganz fortlässt und die fehlenden wieder hinzufügt, ist es möglich, eine wirkungsvolle Krankheitsvorsorge allein durch eine entsprechende Ernährung zu betreiben. Die Ernährung kann auch einem ästhetischen Ziel dienen. Um dem Körper eine besondere Form oder Linie zu geben, die von dem Betreffenden, der die Diät durchführt, als ideal angesehen wird. Es gibt unzählige Diäten zum Abnehmen, aber es gibt auch Diäten zum Zunehmen, zur Entwicklung der Muskulatur und so weiter. Die Nahrungsaufnahme wird ganz natürlich von einer gewissen Freude am Essen begleitet. Manchmal kann diesem Vergnügen auch in übertriebener Weise gehuldigt werden, indem man es so stark kultiviert und entwickelt, bis ein Hang daraus wird. Wenn die Mehrzahl der Menschen isst, um zu leben, so lebt eine Minderzahl von ihnen, um zu essen. Die ursprünglich gesunde Freude am Essen verwandelt sich in Essgier, später in Gefräßigkeit. Die Lebensmittel werden nicht mehr genossen, um den Körper zu ernähren, sondern um die Begierden zu befriedigen. Jetzt kommen wir zu den geistigen Zielen der Ernährung. Die Ernährung hat nicht immer ein materielles Ziel, wie die bisher erwähnten. Sie kann auch ein höheres Ziel haben. In diesem Falle sind die Diäten nicht so sehr auf eine Auswirkung auf den Körper und seine Aktivität hin angelegt, sondern darauf, dem Geist bestimmte Voraussetzungen für sein irdisches Wirken zu schaffen. Meistens handelt es sich dabei um Diäten mit Einschränkungen, das heißt Diäten, bei denen eines oder mehrere Lebensmittel, die zu der üblichen Ernährung gehören, fortgelassen werden.
Es ist sogar gebräuchlich, für eine bestimmte kürzere oder längere Zeit alle Lebensmittel fortzulassen, das heißt, eine Fastenzeit durchzuführen. Alle großen monotheistischen Religionen kennen eine mehr oder weniger strenge Periode der Enthaltsamkeit, um ein geistiges Ziel zu erreichen. Die Christen haben die Fastenzeit, eine Periode von 46 Tagen der Nahrungseinschränkung und der Entbehrungen, die vom Aschermittwoch bis Ostern reicht. Der Ramadan ist die Zeitspanne von einem Monat, währenddem die Muslime zwischen Sonnenaufgang und Untergang nichts essen sollen. Die Juden feiern am 10. Oktober den Yom Kippur-Tag, das Sühnefest, bei welcher Gelegenheit sie 24 Stunden fasten. Im Altertum wurde Fasten aus religiösen Gründen bei den Phöniziern, den Assyrern, Griechen und den Römern praktiziert. In Ägypten hatten die Kandidaten für die Mysterien von Isis und Osiris sich durch eine Fastenzeit vorbereitet, die zwischen 7 und 42 Tage dauern konnte. In Griechenland fasteten die Kandidaten der Mysterien von Eleusis 7 bis 9 Tage. Welche Beweggründe gab es für diese Fastenzeiten? Welches waren die geistigen Ziele, die man auf diese Weise erreichen wollte? Aufgrund ihrer einschränkenden Vorschriften hat man mit diesen Perioden des Fastens und der Entbehrungen oft die Vorstellung von Bestrafung und Buße verknüpft, die dem Menschen helfen sollten, für seine Verfehlungen zu sühnen und sich dadurch von seinen Fehlern zu befreien. Darüber hinaus ist es in der Medizin wohl bekannt, dass Fasten und eine sehr enthaltsame Diät eine reinigende Wirkung haben. Physisch wird diese Reinigung in folgender Weise wirksam. Wenn ein Organismus nicht mehr die Nahrungsmittel, die er benötigt, von außen erhält, entnimmt er sie seinem eigenen Gewebe durch Autolyse. Die Autolyse ist ein innerer Verdauungsprozess, der durch körpereigene Enzyme realisiert wird. Wörtlich bedeutet Autolyse Verdauung, Lyse von sich selbst, Auto. Glücklicherweise bewirkt die Weisheit, die die natürlichen Abläufe regiert, dass diese Autolyse der Gewebe sich in intelligenter Weise vollzieht. Die unwesentlichsten Gewebe werden als erstes autolysiert. So sind es vor allem die Abfälle und die Rückstände des Stoffwechsels, die Gifte und die kranken Gewebe wie Zysten, Fettablagerungen, Tumore, die zuvorderst selbst verdaut werden. Die gesunden Gewebe und die Organe werden erst in zweiter Linie betroffen. Herz und Gehirn, ebenso wie die lebensnotwendigen Organe, werden sozusagen nicht von der Autolyse erfasst, nicht einmal im Falle des Hungertodes. Es ergibt sich also, dass die Autolyse die Gifte und kranken Gewebe verbrennt und dadurch eine Säuberung des Organismus herbeiführt. Das Blut wird gereinigt und die Organe von belastenden Schlacken befreit. Die Folge davon ist die Heilung zahlreicher Beschwerden, die durch diese unerwünschte Anhäufung von Giften verursacht oder aufrechterhalten werden. Gleichzeitig mit dieser Reinigung des Organismus scheint auch eine Reinigung auf der Gemütsebene stattzufinden. Fastenzeiten und strenge Diäten stehen in dem Ruf, die Aufnahmefähigkeit für die Umgebung zu steigern, indem sie die 5 Sinne schärfen. In Fastenperioden, die zwischen einer Woche und mehreren Wochen dauern können, beschreiben die Fastenden oftmals, dass ihre Gedanken sich klären, dass sie eine Stärke und Klarheit gewinnen, die sie niemals außerhalb der Fastenzeit gehabt haben. Die Urteilsfähigkeit verfeinert sich ebenfalls und der Geist öffnet sich für Intuitionen und für plötzlich aufblitzende hilfreiche Warnungen. Spektakuläre Besserungen und Heilungen von Depressionen, Zwangsvorstellungen und sogar von Fällen sogenannter Geisteskrankheiten sind beschrieben worden.
Diese hilfreichen Auswirkungen auf das Gemüt waren sicherlich auch das von den verschiedenen Religionen angestrebte. Die Reinigung des Körpers führte zu einer inneren Reinigung und machte den Geist bei dem darauf folgenden religiösen Fest aufnahmefähiger und offener. Indem er sich von den Beeinflussungen des Körpers, den Wünschen und Bedürfnissen des Fleisches befreite, wendete er sich dem Erhabenen zu. Der Kontakt mit den überirdischen Kräften fand so leichter statt. Wenn Perioden der Enthaltsamkeit kurzfristig als Vorbereitung auf besondere Ereignisse empfohlen wurden, so haben verschiedene Religionen doch oft auch Ernährungsanweisungen für eine längere Zeit gegeben. Sie alle scheinen einen Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem geistigen Leben zu sehen und legten ihren Anhängern nahe, sich zunächst mit ersterer zu beschäftigen, um dadurch das zweite zu begünstigen. Tatsächlich liegt die Überlegung nahe, wenn eine kurze Periode der Enthaltsamkeit sich schon günstig auf die Geisteshaltung auswirken kann, so müsste eine weniger strenge, aber für eine längere Zeit vielleicht für das ganze Leben angewandte Form einer besonderen Ernährungsweise erst recht vorteilhafte Auswirkungen haben. Wir kommen nun zum Einfluss des Fleisches. Da schreibt Christopher Vasey, dass von diesen anempfohlenen Diäten Alkohol und andere Drogen, die den Einfluss des Sinnlichen verstärken und gleichzeitig die Selbstbeherrschung und das Urteilsvermögen verringern, ausgeschlossen sind, wird niemand verwundern. Aber dass ein regelmäßig genossenes Lebensmittel wie das Fleisch vermieden, ja sogar völlig weggelassen werden soll, ist schwerer verständlich. Vielleicht glaubte man in Umkehrung der Vorstellungen bei primitiven Volksstämmen, die zum Beispiel die Augen ihrer im Kampf gefallenen Feinde aßen, um besser sehen, ihre Zunge, um besser sprechen zu können oder ihr Herz, um mehr Mut und Kraft zu haben. Vielleicht glaubte man eben, dass man es mit einer fleischlosen Kost vermeiden könnte, die tierhaften Kräfte in sich zu wecken. Ein starker Verzehr von Fleisch verstärkt tatsächlich den Sexualtrieb und wirkt wie ein Reizmittel auf den Menschen. Er macht ihn aktiver, erregbarer, sogar aggressiv und gewalttätig. Im Gegensatz dazu ist bekannt, dass eine Diät ohne tierisches Fleisch die Verbindung zwischen Geist und Körper lockert. Das Interesse an materiellen Dingen ist schwächer. Die physischen Leidenschaften nehmen ab. Jemand, der eine fleischlose Diät einhält, wird weniger ehrgeizig und weniger kämpferisch. Die Selbstkontrolle und die Beherrschung der Wünsche und Antriebe werden erleichtert. Ein bestimmtes Offensein für höhere Dinge wird begünstigt. Diese Auswirkungen werden noch deutlicher, ja können sogar zu Krankheiten führen, wenn nicht nur Fleisch, sondern auch andere Nahrungsmittel fortgelassen werden. Das kann bei veganer Kost eintreten, bei der nur pflanzliche Nahrungsmittel, also Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte vorgeschrieben sind. Im Gegensatz zur laktovegetarischen Kost, die noch tierische Nebenprodukte wie Eier und Milchprodukte zulässt. Oder auch bei der Fruchtdiät, bei der frische Früchte, Trocken- und Fettfrüchte die Nahrungsgrundlage bilden. Im äußersten Fall kann sich ein Mensch, der eine solche Kur durchführt, völlig von allen materiellen Dingen abwenden und den Kontakt zu seiner Umwelt verlieren. Seine Umgebung wird von ihm sagen, dass er nicht mehr mit beiden Beinen auf der Erde steht, dass er auf dem Mond lebt oder in den Wolken schwebt. Er selbst versichert überdies, dass er sich von der Materie befreit und nicht mehr wirklich dazugehörig fühlt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema Ernährung und geistiges Leben.
Die Möglichkeiten, das spirituelle und psychische Leben durch die Ernährung zu beeinflussen, sind so gut bekannt, dass die Okkultisten nicht zögern, sie in Verbindung mit bestimmten Techniken einzusetzen, um die Entwicklung spezieller Fähigkeiten zu begünstigen. Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Verbindung mit Geistern, Erleuchtungen, Visionen. Heutzutage wählen immer mehr Menschen von herkömmlicher Kost abweichende Ernährungsmethoden. Ursprünglich nicht, um damit ein ganz bestimmtes geistiges Ziel zu erreichen, sondern als einen Weg zur Gesundheit. Die Veränderungen, die sich in ihnen vollziehen, führen sie schließlich dazu, auch Auswirkungen der Ernährung auf ihr Inneres wahrzunehmen. Bei vielen wandelt sich das Suchen nach Gesundheit, das ihr eigentlicher Beweggrund war, zu einem Suchen nach Entwicklung ihrer Persönlichkeit über die Ernährung. Es ist nicht selten, dass man diese Leute von all den geistigen Fortschritten sprechen hört, die sie gemacht haben, seit sie ihre Ernährung umgestellt haben. Schon immer wurde die Nahrungsaufnahme auch eingesetzt, um geistige Ziele zu erreichen und nicht nur zur Ernährung des Organismus. Man kann sich jedoch fragen, ob diese Wirkung auf den Geist tatsächlich oder nur in der Einbildung der Menschen besteht, die solche Diäten befolgen. Die Frage ist berechtigt, denn bisher hat noch niemand erklären können, inwiefern sich die Nahrungsaufnahme auf den Geist auswirkt und warum die Reinigung des Körpers eine Reinigung des Innenlebens mit sich gebracht haben soll. Würde man den Geist als mit dem Gehirn identisch ansehen, ließe dieser Einfluss sich leicht erklären. Eine gute Ernährung bietet dem Gehirn alle Mineralien und Vitamine, die es benötigt. Und die Reinigung des Blutes verbessert den Kreislauf und die Sauerstoffaufnahme des Gehirns. Aber wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, ist der Geist als der immaterielle Teil des Menschen anzusehen. Er wird in diesen Ausführungen als das verstanden, was man gemeinhin Seele nennt. Es geht also darum, herauszufinden, wie etwas Materielles wie die Ernährung etwas Immaterielles wie die Seele beeinflussen kann. Will man aber dennoch das Gehirn als Sitz des Geistes betrachten, so ergäbe sich daraus ein Grundproblem, denn es würde bedeuten, dass die geistige Entwicklung vor allem von einer guten Ernährung des Gehirns abhängig wäre, also von der Nahrungsmittelaufnahme und nicht von den Bemühungen und der Beharrlichkeit des Einzelnen. Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden und über das Verhältnis zwischen Ernährung und Geist Klarheit zu gewinnen, müssen wir zuallererst einmal genau wissen, was dieser Geist ist, an den man herankommen will. Und damit sind wir bei Kapitel 2, Was ist der Geist? Das folgt mit der nächsten Aufnahme.